Hallo, recht herzlich willkommen auf meinem Video-Channel Borgitech. Heute mal ohne meinen Sohnemann, weil der unterwegs ist. Nichtsdestotrotz möchte ich sowas wie eine Wasserstandsmeldung abgeben. Ich habe jetzt das Wasser mit Salinegehalt von 34% ungefähr. Ja, genau, es sind genau heute 11 Tage, wo das Wasser drin ist. Und 9 Tage sind die Fische drin, was ihr stark kritisiert habt, und 7 Tage die Korallen. So, das ist jetzt erstmal der Zwischenbericht. Wie es damit aussieht, erfahrt ihr nach dem Intro. So, liebe Aquariumfreunde, wie anfangs erwähnt, habe ich jetzt das Wasser insgesamt. Ja, heute ist der 11. Tag, wo das Aquarium am Laufen ist. Ihr sitzt im Hintergrund. Es sieht alles hervorragend bis jetzt aus. Alles hat bisher überlebt, trotz der Kritik von eurer Seite, um der ich natürlich sehr, sehr dankbar bin. Deswegen betreiben wir dieses Familienprojekt ganz öffentlich, um zu erfahren, was wir richtig oder falsch machen, um das ganze Projekt so ein bisschen in die richtige Richtung zu bekommen. Ich hatte damals vor einer Woche den Fehler begangen. Ich habe nach 2 Tagen, nachdem das Wasser im Aquarium war, bin ich hergekommen, natürlich Osmosewasser, Salz dazugegeben, habe dann nach 2 Tagen den ersten Fischbesatz bekommen, habe dazu ein Video gemacht und ihr habt mich deswegen in der Luft zerrissen. Vollkommen zu Recht, wie ich meine, denn das sollte man wirklich nicht machen, was ich erfahren musste. Denn wenn man das Wasser da drin hat und die Werte stimmen, bedeutet das aber nicht, dass Biologie vorhanden ist. Es war keine Biologie da, es war einfach eine sterile Suppe, die ich da angerührt habe. Und ihr habt mir dann einige Tipps gegeben, um die ich sehr dankbar bin. Ich habe mir nämlich einige Produkte gekauft, auch bevor die ersten Bemerkungen von euch gekommen sind, hatte ich damit angefangen. Und zwar habe ich das Ganze natürlich dann auch noch ausgebaut auf die ganzen Empfehlungen von euch. Und zwar habe ich mir hier von der Firma Mikrobiolift, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, oder letztendlich ARKA oder ARKA hängt dahinter, so sieht das Produkt aus, und zwar Mikrobiolift Nidaut 2 habe ich mir zugelegt, und das steht nämlich da drunter, direkt unter Nidaut 2 steht Starterbakterien. Das ist nämlich das A und O, wenn man so ein Aquariumwasser angesetzt hat, man hat das Salz reingegeben, dann müsst ihr zusehen, dass ihr eine Biologie da reinbekommt. Und zwar nicht von Lebewesen, schon von Lebewesen, aber von Mikrobiologie, also Kleinstlebewesen, Bakterien. Und in diesen Startflüssigkeiten sind die nötigen Bakterien drin. Die sind für Süß- als auch für Seewasser. Und diese Startbakterien, die habe ich in mein Aquarium hinzugegeben, auf eure Empfehlung. Einmal dieses Nidaut 2, gab es wahrscheinlich Nidaut 1, und dieses Nidaut 2. Des Weiteren habe ich Special Blend von diesem Hersteller verwendet. Das ist so eine große Pulle, so eine bräunliche Flüssigkeit drin, ganz vorweg. Diese Flüssigkeit sieht aus wie Wasser, leicht trübes Wasser, geruchsfrei. Dieses hier, da fällt euch der Riechkolben aus dem Gesicht, wenn ihr da den Rüssel dran haltet. Das stinkt wie die Pest. Ne? Ist Special Blend, Water Care, also Special Blend, ist letztendlich nichts anderes wie das hier. So eine Kombination soll wohl für klar Wasser sorgen und natürlich auch entsprechende Bakterien dem Wasser zuführen. Also wenn man da den Rüssel dran hängt, dann glaubt man wirklich, dass da wirklich Bakterien drin sind. Das riecht so ein bisschen so, ich lebe hier auf dem platten Land, wenn die Bauern Gülle ausbringen, das riecht genauso. Ne? Des Weiteren habe ich mir zugelegt, und das ist auch so ein Teil, was arg stinkt, wenn er da einen Rüssel ranhaltet, fallt ihr um. Das riecht auch extrem stark, aber beide Gerüche sind relativ schnell verflogen, wenn man diese Flüssigkeit ins Aquariumwasser gibt. Also sprich, ich habe es immer direkt unten in meinen Sumpf, in meinen Tank gegeben, wo die Pumpen drin sind und die ganzen Filterklamotten, da habe ich es reingegeben, und da gehören diese auch alle rein, weil über dieses System wird das natürlich hinterher verteilt. Was ich gemacht habe, ich habe für einige Stunden meinen Skimmer ausgeschaltet, wird auch wärmstens empfohlen, sonst filtert man das gute Zeug gleich wieder raus. Des Weiteren habe ich mir jetzt als drittes noch zugelegt, und zwar einen Gelfilter von diesem Hersteller. Das ist so, wie der Name schon sagt, gelartig, so honigartig. Das gebe ich immer in meine Socken von dem Filter.
Damit wird das sozusagen imprägniert und dieses Gel gibt so nach und nach die Bakterien ab oder sorgt dafür, dass dieser Filter letztendlich in Schwung kommt und seine Aufgabe erfüllt. Also die drei Produkte wurden mir von euch empfohlen, habe ich mir zugelegt. Des Weiteren habe ich mir zugelegt, ja, einige Salze, Mineralien, die ich brauche, damit ich mein Aquarium in die Gänge kriege. Ach, im Übrigen, ganz kurze Info, all diese Produkte, die ich hier euch hinstelle, all diesen ganzen Kram, den habe ich mir vom eigenen Geld gekauft. Ich werde nicht gesponsert. Ich verlinke zwar das Ganze hier unterhalb vom Videofenster, damit ihr euch das bei Amazon anschauen könnt, weil alle Produkte, alles, was hier liegt, habe ich weitestgehend von Amazon gekauft. Ich verlinke euch das da, damit ihr euch das selber ein Urteil drüber bilden könnt, nicht mehr und nicht weniger. Also, wie gesagt, alles von mir gekauft, nicht mehr und nicht weniger. Dadurch, dass ihr den Link benutzt und das dann bei Amazon kauft, kriege ich ein paar Cent von Amazon zurück dafür. Aber wie gesagt, das ist nur, um euch zu zeigen, wo man die Klamotten kriegt. Ob ihr sie nun wirklich da kauft oder woanders kauft, ist eure Sache. Ihr habt wahrscheinlich eure eigenen Händler. Aber ihr könnt euch wunderbar über deren Seite halt darüber informieren. Ja, deswegen halt immer Werbung, ne? Nicht, dass ich da Ärger kriege. So, des Weiteren habe ich mir von diesem Mikrobi-Lift Basic 1, 2 und 3 geholt. So, in der Reihe muss stehen. Und zwar sind das, ja, ich zeige es mal hier anhand von dem Magnesium. Das ist so, sieht aus wie Zucker. Das ist aber kein Zucker oder Salz. Ja, das sind schon Salze. Das sind so Mineralien, die müssen im Wasser aufgelöst werden und im Aquarienwasser hinzugegeben werden. Einmal Calcium, einmal Magnesium und zum dritten haben wir hier für die Carbonathärte, um die, wenn das Wasser zu weich ist, um das ein ganz bisschen auf den gesunden Wert anzuheben. Ja, und jetzt kommt's. Ihr habt mir damals gesagt, man muss erstmal ein Gefühl dafür kriegen, man muss das Wasser, das Becken einfahren. Da gehören nicht nur die Starterbakterien dazu, sondern da gehören wahrscheinlich auch, so seht ihr das, korrigiert mich bitte unterhalb vom Video, dass man sich mit diesen Mineralien auseinandersetzt. Denn das Dosieren ist eine Wissenschaft für sich. Das habe ich am eigenen Leib verspürt, denn ich habe, nachdem meine Carbonathärte auf 7 runtergefallen war, bin ich hergekommen und habe dann durch Zugabe von Basic 3 die Carbonathärte steigern wollen, habe mich verrechnet, habe ich vertan und habe von 7 auf 9 wollte ich und bin bei 12 gelandet. Und das mit Fischbesatz ist natürlich saugefährlich. Das Ende vom Lied war, ich hatte einen anstrengenden Tag, denn ich musste Osmosewasser mir zulegen oder fertigen, anfertigen. Das habe ich dann sofort gemacht. So, könnt ihr auch sehen. Habe sofort Osmosewasser produziert, habe immer 10 Liter abgezogen, 10 Liter nachgefüllt, 10 Liter abgezogen, 10 Liter nachgefüllt, dass ich so ungefähr, ich glaube, 15% habe ich gewechselt. Dadurch habe ich die Carbonathärte herunterziehen können, habe aber auch gleichzeitig, und das habe ich im Internet gelesen, ich weiß, sie korrigiert mich, wenn es falsch ist, man sollte dann einfach durch Zugabe von Calcium oder Magnesium, ich meine, das wäre Calcium gewesen, durch Zugabe von Calcium könnte man das auch noch reduzieren oder die Carbonathärte reduzieren. Das habe ich auch gemacht, weil der Calciumwert sowieso im Keller lag. Auch der war durch den Wasserwechsel ein bisschen nach unten gerutscht und musste angehoben werden. Dann habe ich das auch noch dabei gegeben und siehe da, ich hatte eine Carbonathärte zwischen 9 und 10. Deswegen sagen viele von euch wahrscheinlich unter anderem neben der Biologie auch, ey, du musst das erstmal einfallen, du musst ein Gefühl dafür kriegen, dass dieses, was man machen muss, damit die Werte entsprechend dahin kommen, wieder in den grünen Bereich. Man muss ja immer versuchen, durch das Messen der Wasserwerte, versuchen, das Ganze in diesen optimalen grünen Bereich zu halten und das Ganze mit minimalen Schwankungen. Ne? Und diese Schwankung, die ich durch diesen Fehler hatte in der Carbonathärte, das war nicht gut. Ich habe Glück gehabt. Die Korallen scheinen das überlebt zu haben. Ich weiß nicht, wie empfindlich sie darauf reagieren. Die einen empfindlicher, die andere weniger empfindlich. Aber ich habe es in den Griff gekriegt und da bin ich heilfroh drum. Es war ein schweißtreibender Tag für mich. Also an der Stelle ganz klar die Empfehlung, wenn ihr euch so ein Aquarium zulegt, wirklich macht nicht den Fehler, wie wir ihn begangen haben. Wasser rein, Salz rein. Die Werte überprüfen und ganz wichtig, die Starter-Kits hier von zum Beispiel, ich habe jetzt Mikrobi-Lift genommen, es gibt aber auch viele andere Hersteller in diesem Bereich. Ne? Also diese Sachen solltet ihr euch dringend zulegen, 14 Tage warten und dann fangt ihr so, habe ich es im Internet gelesen und auch von euch gehört, mit
einfachsten Korallen an, das Ganze so aufzubauen, peu à peu. Und wenn man dann so, naja, 4 Wochen vielleicht durchs Land verstreichen ließ, vielleicht auch 6 eher, tendenziell 6, besorgt man sich die ersten Fische und Lebewesen, einfachste Tiere, nicht so teure. Damit das Ganze, die Biologie muss ja auch weiter ans Laufen kommen, weil wir brauchen Verbraucher, das sind die Korallen, die dann die ganzen Mineralien aufbrauchen, dann haben wir natürlich auch, brauchen wir Fische, die durch ihre Ausscheidung Produkte liefern, die dann wieder die Bakterien brauchen, um die dann wieder zu bearbeiten. Das ganze, dieser ganze Kreislauf muss ja in die Gänge kommen. Und dafür braucht man natürlich auch einen bestimmten Besatz. Also sprich, ihr geht den sichersten Weg. Erst das Wasser, das Ganze einpendeln lassen, ein Gefühl dafür kriegen. Und nach 14 Tagen könnt ihr darüber nachdenken, Korallen reinzusetzen. Nicht so, wie ich es gemacht habe. So, dann gab es einen Punkt, der wurde von euch immer wieder erwähnt. Kann ich nur bestätigen. Und zwar von GBL, der Wassertest. Ich habe mir dann noch diesen Calcium- und Magnesium-Test dazu geholt. Wurde von euch, von einigen von euch kritisiert. Kann ich nur bestätigen. Denn der entscheidendste Faktor hierbei sind ja NO3 und NO4. Ne? Diese Werte, ich muss mal gerade nachschauen. Ich schreibe mir das alles im Übrigen immer auf. Ich habe mir so eine von GBL diese Tabelle in Großformat ausgedruckt. Hier sind die ganzen Werte, die man erreichen muss. Im Idealfall die blaue Spalte für Meerwasser-Aquaristik. Und dann kann man hier die Werte eintragen. Ich messe leider noch nicht alle Werte wie Eisen und so. Aber nichtsdestotrotz, diese Tabelle habe ich ausgedruckt in DIN A3 und trage mir die Werte ein. Und ja, und dann gibt es bei diesem Blatt noch ein zweites dabei, das habe ich mir auch schön ausgedruckt. Da steht nämlich drin, wenn das und das passiert, der und der Wert ist zu hoch, was muss ich machen, um diesen Wert in den Griff zu bekommen. So. Das habe ich mir runtergeladen, ist eine gute Sache, kann ich euch nur empfehlen. Sollte ich vielleicht mal verlinken, den Link, wo man das runterladen kann. Aber ihr habt diesen GBL-Koffer ein bisschen verrissen. Ihr habt gesagt gehabt, die GBL-Messmethoden sind nicht ganz so doll. Und das kann ich mittlerweile unterschreiben, denn beispielsweise ein Kritikpunkt, den ich jetzt mal kurz erwähnen möchte, ich möchte nicht alle aufzählen, ist zum Beispiel der NH4-Test. So sieht der aus, das ist die Skala. Hier vorne habt ihr grün, danach gibt es ein etwas anderes Grün. Der Unterschied ist nicht groß, aber zwischen diesem hier entscheidet Leben oder Tod. Das heißt, diesen Wert hier, den Idealwert, Grünwert, den hätte ich irgendwo hier erwartet. So, und dann eine Abstufung nach rechts und links entsprechend mit einer Abstufung, die auch jeder Normalsterblicher erkennen kann. Hier bei dieser geringfügigen Abstufung, wie das hier ist, zwischen Leben und Tod, ist tagesformabhängig. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das kannst du dreimal testen, dann kriegst du 3 Ergebnisse. Oder morgens teste ich, abends teste ich und ich... Weiß ich nicht, also muss ich ehrlich sagen, ich kann das euch nochmal hier in der Kamera halten. Das ist, wenn ihr das Wasserpöttchen daneben stellt, dann sitzt da immer davor und sagt, es könnte dieses sein, es könnte aber auch vielleicht Leben, Tod. Ne? So, hier steht bei 0,1 Tod. Ne? Tödlich, roter Bereich. Ne? Steht auch so. In diesem kleinen Flyer, der im Koffer ist, steht auch 0,1. Der Bereich von NO4 geht von 0,02 bis 0,1. 0,1 war jetzt hier tot. Auf diesem Online-Blättchen, was man runterladen kann, steht dort aber, ach, jetzt ist meine GoPro ausgegangen, steht aber im Bereich von 0,25 erlaubt. Oh, was ist denn jetzt? 0,25 ist das Doppelte von dem, was schon tödlich ist. Also hier ist von seitens dieses Herstellers meiner Meinung nach deutliches Verbesserungspotenzial. Ich glaube, das war noch ein anderer Wert, der mich so ein bisschen stutzig gemacht hat, der sich nicht gut testen ließ. Sehr schwammig, das Ganze. Also von der Seite her muss ich ganz klar sagen, sollte dieser Hersteller dringendst nachbessern. Und ihr habt mir allerdings unterhalb vom Videofenster auch der ein oder andere hat mir einen Tipp gegeben, Mensch, guck mal bei dem oder dem Testprodukt nach, die sind eindeutiger, was die Testergebnisse angeht. Ja, deswegen, also da werde ich irgendwie nachbessern. Ich werde das jetzt verbrauchen und bei den vielen Tests, die ich mache, ich teste manchmal zweimal am Tag gegenwärtig.
wenn das so weitergeht, habe ich diese Flüssigkeiten relativ schnell aufgebraucht und dann werde ich mich neu orientieren müssen. So, was habe ich mir noch zugelegt? Ganz wichtig, möchte ich euch auch noch zeigen. Und zwar habe ich mir zugelegt eine Empfehlung von euch. Ich hatte mir, ich muss ganz kurz weit ausholen, diesen Scheibenkratzer geholt, ne? Von Amazon. Kostete 7 oder 8 Euro, habe ich mir zugelegt, weil ich nichts von diesen Scheibenkratzer, ein Magnet, zwei Magnete, putsch, voller Wand und dann wischt man. So, und ich hatte das in der Süßwasser-Aquaristik damals erlebt. Dann hat sich dann Sandkorn zwischengesetzt, zwischen der Innenscheibe und dem Magneten. Und man hat gewischt und dann hat man irgendwann die ganze Scheibe verkratzt gehabt. Und da habe ich gesagt, nee, das darf mir nicht nochmal passieren, ich muss was anderes haben. Deswegen habe ich mir dieses Billigding geholt. Aber die Firma Tunze aus Deutschland hat sich darüber auch Gedanken gemacht. Und die haben ein Produkt rausgebracht, und zwar, das möchte ich euch ganz gut zeigen. Ach übrigens, alles wie gesagt, von mir gekauft. Keine Werbung, ich kriege nichts gesponsert. Leider nicht. Nee, so bin ich auch schön neutral. Dieses Teil von Tunze habt ihr mir wenigstens empfohlen. Ich habe es mir bestellt, ich habe es bekommen. Und ich möchte nur eins sagen. Danke, das Ding ist super geil. Richtig geil. Denn das macht genau das, was ich immer kritisiert habe. Es legt sich nicht direkt an der Scheibe, sondern nur die Klingen legen sich an der Scheibe. Und ich habe die Long-Version geholt, weil die Long-Version für Scheiben 10 bis 15 mm. Und genau das ist der Bereich, den ich brauche. Die Frontscheibe ist 12 und die Seitenscheiben sind, und die Hinterscheibe glaube ich auch, 10 mm dick. Dafür wäre der ideal dick. Nur mal kleiner, hätte dann an der Frontscheibe nicht gehalten. Deswegen habe ich die Long-Version genommen, habe den ausgepackt. Der liegt jetzt hier. Ich muss mal kurz runter. Habe den ausgepackt und gesagt, ja. Und? Wo kommen jetzt die Rasierklingen hin? Tropft hier noch. Bis ich dann bemerkt habe, der hat die Rasierklinge schon montiert. Und zwar eine sogenannte Kunststoffklinge. Die ist hier montiert. Ne? War gar nicht so als solches zu erkennen. Und ich muss ehrlich sagen, richtig, richtig geil. Richtig geil. Funktioniert sagenhaft gut. Muss ich echt sagen. Bin echt angetan. Ihr merkt es schon. Bin echt angetan. Ich hoffe, ich habe es richtig gemacht, denn da war noch eine Metallklinge dabei, die habe ich jetzt nicht eingesetzt. Ich habe nur diese Kunststoffklinge oder diese Kunststoffkante im Einsatz gehabt. Ich weiß gar nicht, muss ich die Metallklinge installieren? Müsste ich nachgucken. Wahrscheinlich muss ich die auch erst installieren. Ne? Ich probiere das jetzt mal. Ich drücke die zusammen, ziehe das ab. Und dann stecke ich Metallklinge drauf. Gibt es da eine Richtung zu? Ja, vorne ist die scharfe Kante. Aufpassen, sonst haben wir gleich uns die Finger geschnitten. So, ha, so. Metallklinge, man sollte es auch installieren. Ich habe mit dieser scharfen Kunststoffkante das probiert. Oh, ein Traum, sagenhaft gut. Mit dieser Metallklinge wird es wahrscheinlich jetzt nochmal um ein Vielfaches besser sein. Das Gute daran ist, ihr seht es schon, die Klinge und dieses Teil hier stützen sich ab und verhindern dadurch, dass dieser Bereich an der Scheibe liegt. Das Ganze liegt sozusagen hohl, hier drunter ist Luft, der Magnet ist so stark und hält ihn trotzdem fest. Und das Ganze gleitet über die Scheiben, ohne dass sich da irgendein Sandkorn zwischenlegen kann. Das Ganze ist hier mit einem Art Styropor ausgestattet. Ich weiß nicht, was das für ein Schaummaterial, für ein geschäumtes Material ist. Aber der Vorteil ist, wenn ihr dann mal den loswerden wollt, ihr wollt aus dem Aquarium rausnehmen, zieht er den Ausmagneten ab und das Ding schwimmt nach oben auf. Leute, das Ding funktioniert sagenhaft. Ich habe jetzt gerade erst die Metallklinge installiert. Ich hatte das nur mit dieser Kunststofflippe gemacht und das war schon ein Träumchen. Ein absolutes Träumchen. Eine Top-Empfehlung von eurer Seite. Kann ich wärmstens empfehlen. Ich muss mal gucken. Ich habe den einfach nur so aus der Packung genommen. Da ist noch irgendwie so eine Schutzlippe. Ich muss den wahrscheinlich noch mal genauer mir anschauen. Da kann man vielleicht das eine oder andere noch anschauen oder anbauen. Aber wie gesagt, das Ding funktioniert sagenhaft gut. Kann ich nur wärmstens empfehlen von meiner Seite. So, was ich jetzt gesehen habe. Ja, meine Tierchen, also wie gesagt, ich habe
in meinem Aquarium. Ich weiß nicht, habe ich es jetzt schon erwähnt? Ich mache es nochmal. Ich habe 4 Anemonenfische gekauft, falsche Anemonenfische. Ich habe 3 Turboschnecken, die den Boden durchwühlen, mir zugelegt. Ich habe François, die Garnele François, der geht es auch sehr gut. Und ich habe 2 Holländer mir zugelegt, also hier 2 Einsiedlerkrebse mit ihrem Wohnwagen hinten auf dem Rücken. Die habe ich mir zugelegt, denen geht es saugut, die sind aber so gut getarnt in diesem Riffgestein, da sind die schwer zu erkennen. Und ihr habt mich kritisiert, weil die Einsiedlerkrebse, diese Holländer, die brauchen hin und wieder, wir sagen mal Holländer dazu, die brauchen hin und wieder auch einen etwas größeren Wohnwagen, wenn die sich häuten und so weiter, dann brauchen die einfach mehr Platz, wenn das Gehäuse nicht mehr passt, brauchen sie was Neues. Und wenn sie kein Neues finden, dann nehmen sie sich einfach das von den anderen oder killen notfalls eine Schnecke, um an deren Gehäuse zu kommen. So, und deswegen habt ihr mir gesagt, ich müsste Ersatzgehäuse da reinpacken. Ja, woher nehmen, wenn ich stehle? Und da hat einer von euch mir den Tipp gegeben, ich soll doch auch mal bei Amazon nachschauen, die haben wirklich das. Und ich habe nachgeschaut, ey, ihr kriegt da verschiedenste Gebinde in verschiedensten Ausführungen, verschiedensten Preisklassen, wie ihr das wollt. Und ich habe mir das günstigste geholt, da war eine Handvoll Gehäuse drin. Denke mal, das reicht mir. Die haben 4 Euro oder 5 Euro gekostet, die liegen da drin. Zeige ich euch oder habe ich euch gleich schon gezeigt, blende das dann im Video ein oder habe ich gerade schon gemacht. Habe ich? Nee, mache ich noch. wie gesagt, also diese Wohnwagen habe ich mir zugelegt, also die Schneckengehäuse habe ich mir zugelegt. Auch da in der Richtung ist alles okay. Ich habe des Weiteren noch einen Kandidaten im Becken. Da habt ihr auch ein bisschen rumgemeckert und zwar habe ich mir einen roten Seestern zugelegt. Das war so mein Wunsch, weil ein Aquarium und Seestern, das ist so das, was man so miteinander verbindet. Den habe ich mir zugelegt und habt ihr gesagt gehabt, der wird mir über kurz oder lang verhungern, der sollte niemals in so ein Becken gesetzt werden. Dem Seestern geht es momentan sehr gut. Ich teste den auch, indem ich ihn unter Wasser packe, lege ihn auf den Rücken und schaue, wie schnell er sich wieder aufrichtet. Und das hat er beim letzten Test innerhalb von 30 Sekunden geschafft. Der ist extremst agil. Der ist so agil, dass er diese Woche Donnerstag für Panik gesorgt hat. Denn ich saß vor meinem Fernseher. Hier rechts daneben von mir ist der Fernseher. Und habe Fernsehen geschaut und hörte dann auf einmal aus dem Aquarium. Ich aufgestanden, hingestürzt. Hat der doch glatt, dieser Sack, einen seiner 5 Arme in die Strömungspumpe gehalten. Hat vorne am Arm sich ein Stück abgesäbelt. Das war dann so franzrig weiß. Habe ich gedacht, das kann doch wohl nicht wahr sein. Ne? Und ungefähr 24 Stunden später, oder jetzt sind 2 Tage vergangen, 2-3 Tage, da sieht man nichts mehr von. Das ist komplett wieder nachgewachsen. Ich bin absolut erstaunt. Also scheint es dem echt gut zu gehen. Wenn es dem schlecht ginge, wäre das wahrscheinlich nicht nachgewachsen. Man sieht an diesem Seestern von dieser abgeschnittenen Sache gar nichts mehr. Das ist sauber komplett wieder nachgewachsen. Ne? Also, dem geht es auch gut. Also, bis jetzt kann ich nur sagen, dank eurer Tipps konnte ich das Schlimmste verhindern. Den einzigsten Verlust, wie gesagt, oder ich weiß nicht, ob ich es anfangs erwähnt hatte, war die kleine, ich hätte so eine kleine Anemone mir zugelegt, wegen den kleinen Clownfischen. Dachte, die brauchst du auch. Das war ein Fehler. Die hat diesen Umstieg nicht vertragen und die hat sich so, ja, die hat sich aufgelöst einfach. Die wurde immer kleiner und dann war sie irgendwann weg. Ich weiß nicht, ob sie gefressen wurde vom Seestern, weiß ich nicht. Aber die ist nicht mehr auffindbar, die hatte Auflösungserscheinungen gehabt. Also das ist der einzige Verlust, den ich bis jetzt vermelden muss. Das mache ich auch hier. Die Kupferanemone ist von Dandritten. Also, und die war nicht günstig. Ne, ihr wisst selber, eine Anemone, eine Kupferanemone kostet gut Geld. Da waren mal eben 50 Euro verbrannt worden. So, ja. Gibt es sonst noch was zu berichten? Nein, doch eine Sache noch. Bei diesen ganzen Testen von dem Wasserwert habe ich festgestellt, dass dieses Refraktometer, das kann man hier oben einstellen, aber ich muss jedes Mal vor dem Wassertest mache ich eine Kalibrierung und das muss ich machen, weil es mal wieder sich verändert hat. Warum auch immer, ich lege es immer in diese Originalschachtel und beim nächsten Mal nehme ich raus und es ist wieder anders. No? Da mache ich 2-mal Wassertest mit dieser Testflüssigkeit gucken und bei Wiederholung ist immer noch das gegeben und dann kommt erst meine eigentliche Wassertest vom Aquarium drauf. Ich bin mittlerweile bei einem Saline-Gehalt von 34%, sagt man das so.
Ich denke mal, damit fahre ich ganz gut. Ich will, überlege, ob ich bis 33 runtergehe, weil dann wäre ich laut dieser Skala von der Dichte her irgendwo bei 23. 1,023, glaube ich, wird das angegeben. Muss ich gerade mal nachgucken. 1,02324, da will ich hin. Und mit 33% bin ich bei 1,025. Ihr könnt mir sagen, ob ich damit richtig liege oder ob ich lieber die 34% da behalten soll. Wäre nicht schlecht, wenn er da mir mal einen Tipp zu geben könnte. Und ich überlege auch, das Refraktometer durch diesen Glastest mit dem Schwimmer drin, ob ich das damit nicht ersetze, weil irgendwie momentan traue ich dem Teil nicht mehr über den Weg. Wir haben einen so schmalen Bereich, in dem wir uns bewegen müssen, und wenn das Ding beim Auspacken genau um diesen schmalen Bereich immer schwankt, ist das nicht so gut. So, das ist momentan mein gegenwärtiger Status. Ich habe in meinem Aquarium etwas umgebaut, das möchte ich euch jetzt gleich mal mit meiner GoPro zeigen. Das ist hochinteressant, das mache ich jetzt mal. Ich habe nämlich meine, was heißt interessant, ihr habt gesehen in einem der ersten Videos, wie ich meine Elektrik montiert habe. Ach übrigens, ich werde mir noch eine weitere Strömungspumpe zulegen. Ich habe bisher nur eine, und zwar die von Aquamedic, die 11.1. Und ich habe so das Gefühl, ich brauche eine weitere, oder vielleicht brauche ich noch eine ganz andere Pumpe. Ich weiß es nicht. Wäre ganz nett, wenn ihr mir dazu mal einen Tipp geben könntet, was für mich die beste Strömungspumpe ist. Ich bin mit der sehr zufrieden, sie ist sehr leise, und deswegen überlege ich mir, genau die gleiche nochmal zu holen, und die würde ich mir dann hier vorne an der Scheibe machen, damit ich eine sogenannte Ringströmung aufbauen kann. Es gibt sogenannte Skimmerpumpen, die arbeiten, glaube ich, von unten nach oben. Ich wäre froh, wenn ihr mir dazu mal einen Ratschlag geben könnt, denn im Internet kursieren da so viele Meinung zu, der eine schwört hier drauf, der andere da drauf, und von daher wäre ich dankbar, wenn ihr mir dazu was sagen könnt. Also, mal ganz kurz den Zwischenstand vom Aquarium. So sieht es gegenwärtig aus, mal wieder blaustichig. Die Korallen sind alle mit Sekundenkleber im Übrigen angeklebt. Ich hoffe, das habe ich soweit richtig gemacht. Vielleicht könnt ihr mir da auch mal was zu sagen. Hier vorne ist das grüne Affenhaar. Das zieht sich immer zurück tagsüber, und wenn es abends kommt, es wieder raus. Ich weiß nicht, hat das Probleme mit dem Licht? Ich weiß es nicht. Oder ist noch die Eingewöhnungsschale? Da oben haben wir eine Xenia, diese pumpende. Dann haben wir hier ich muss mal auf meinen Zettel gucken. Dann haben wir hier vorne, ja, trotz der Farbstichs, ich versuche es euch zu erklären, da oben ist eine Xenia, habe ich mir dazu gelegt, Xenia umbellata. Hier vorne ist eine Zoa Mohawks. Das ist eine Zoa. Das ist das grüne Affenhaar. Da vorne links, das müsste die Capnella in Pink sein. Nee, das Vanilla Sky ist das. Das ist Pocillopora domicornis Vanilla Sky. Dort. Dann habe ich da eine Capnella ist es nicht. Montipora Digita Grün. Die habe ich da oben. Das sieht so ein bisschen aus wie so ein Hexenhut, möchte ich bald sagen. Ne? Oder so ein komischer Zeigefinger. Und hier vorne haben wir die Geschichte in Pink. Das ist die Capnella in Pink. So sieht das gegenwärtig aus. Das sind meine Korallen, die ich hier im Einsatz habe. Hier vorne seht ihr den ganzen Wohnwagen rumliegen für die Einsiedlerkrebse. Und wo François gerade rumhängt, der hängt meistens immer da vorne, sieht man so Fühler, der hängt da seitlich drin. So sieht das Ganze aus bei mir. Und jetzt zeige ich euch mal ganz kurz meinen Technikschrank. Ihr seht es schon, die Türen sind befreit von der Technik. Ich habe mir hier von einem, zum Discounter gibt es diese kleinen Körbe, die sind fürs Badezimmer, mit Saugnäpfen festgemacht. Davon will meine Frau mir noch so zwei Stück kaufen. Die kann ich hier schön an der Tür machen. Bisschen Haarspray dran, festdrücken, und das fällt nicht mehr runter. Solche Dinger kosten wirklich nur 1-2 Euro, aber wahrscheinlich werden die mir relativ schnell weggammeln, weil hier sieht man überall noch schon ein bisschen Rost. Aber gut, wenn sie dann nach einem Jahr verrostet sind, kann ich mir neue holen. Ne? Aber was ich euch zeigen wollte, war einfach den gegenwärtigen Status in meinem Aquarium. So sieht das Ganze aus hier. Der Abschäumer, ihr seht schon, die Suppe. Hier, das muss ich gleich mal wegkippen, das habe ich gerade abgelassen. Und ich habe meine Elektrik da oben platziert. So sieht es gegenwärtig aus.
Da haben wir die Strömungspumpe, da ist der DC Runner, der für unseren, ja, für die Pumpen, um das Wasser nach oben zu befördern. Da haben wir unser Thermometer, ihr seht gerade 24,5 Grad. Und hier vorne ist die Steuerung von unserem Skimmer. Da sind die ganzen Steckdosen, die Kabels. Die habe ich immer noch nicht ganz so sauber verlegt, wie ich das gerne möchte. Muss ich also nochmal dran gehen. Aber ansonsten funktioniert alles. Und ihr seht hier meine Filter, meine Socken, die habe ich jetzt gestern ausgewaschen. Hier habe ich eine Damenstrumpfhose drin. Da wäre ich ganz froh, wenn ihr mir mal einen Tipp geben könntet. Was würdet ihr in diesen Filter reinmachen? Filterwatte. Hier, dieses hier, das ist dieser Socken, der war bei dem Aquarium dabei und dieser Behälter war auch dabei. Ich habe mich dafür eine Damensocke entschieden, das habe ich früher immer ganz gerne im Süßwasserbereich gemacht, weil die super filtern und dann die Bakterien können sich gut dran festhalten. Ich weiß nicht, ob das gut ist oder schlecht ist, wäre nicht schlecht, wenn ihr mir dazu mal einen Tipp geben könnt. Hier unten ist mein Heizstab und ihr seht hier unten schon so einen Belag im Becken, auch hier oben überall so ein bisschen, ne? Das ist, wenn man reinfasst, das ist alles schön schmierig. Da ist die, sind die Bakterien im vollen Gange und leisten ihre Arbeit. Ne? Okay, so Freunde, ich bin am Videoende angelangt und muss noch mal ganz kurz was loswerden. Also, ihr wollt mit Sicherheit wissen, wie das Ganze jetzt letztendlich mit meinem Bestand aussieht. Ja, ich habe es schon erwähnt, die Korallen habe ich aufgezählt, ich kann es jetzt noch mal ganz kurz machen. Ich habe die Capnella in Pink, die Montipora, die Gita Green, ich habe die Pusillopora domicornis, auch Vanilla Sky genannt. Ich habe eine Xenia umbellata, ich habe eine Briarium SP Grün, also grünes Affenhaar, die habe ich mir zugelegt und eine Zoa Mohawkes. Ich hoffe, ich habe alles richtig ausgesprochen. Die habe ich mir zugelegt, weil die überall so ein bisschen empfohlen wurden als die Einsteiger-Korallen. Sie waren auch kostengünstig oder preislich attraktiv dadurch auch noch oben rein. Deswegen, die habe ich mir zugelegt. Das ist der berühmte Tropfen auf dem heißen Stein bei der Beckengröße. Also ich werde da aber erst noch ein bisschen warten und dann nachrüsten, was die Korallen angeht. Der Fischbestand wird so bleiben. Beim Fischbestand sieht es gegenwärtig so aus. Ich habe ja mir die 4 Clownsfische zugelegt, das sind falsche Clownfische, die sind so groß wie Finger, Daumennagel hier, ne? So kleine Dinger. Die werden größer, aber denen geht es prächtig, denen geht es saugut, muss ich ehrlich sagen. Ich habe des Weiteren 2 Holländer drin, also Einsiedlerkrebse, die sich momentan da drin vergnügen. Und ich habe da natürlich auch reagiert auf eure Empfehlung, habe mir zusätzliche Wohnwagen oder Einsiedlergehäuse zugelegt. Und zwar hat mir jemand geschrieben gehabt, Mensch, schau mal bei Amazon nach, die verkaufen die in verschiedenen Gebinden. Und ich habe nachgeguckt, tatsächlich, und habe mir für 4 Euro ein Päckchen mit Schneckengehäuse, leeren Schneckengehäuse zugelegt, habe sie unten reingeschmissen, damit die Ausweichmöglichkeiten haben, wenn denen ihr ursprünglicher Schneckengehäuse zu eng wird. So, des Weiteren habe ich François drin, also meine Tiere haben alle Namen. François, die Garnele, der geht es hervorragend. Die ist auch von ersten Moment dabei. Und ich habe sogenannte Turboschnecken, 3 Stück, die den Bodengrund durchwühlen, hin und wieder sieht man so Rüssel rausgucken. Die sind super schnell, wenn die über den Sand laufen, dann denkt man echt, ist das wirklich eine Schnecke? Na, also, denen geht es gut. Und jetzt zum Schluss der Seestern. Den geht saugut. Ich habe den mal auf den Rücken gelegt, indem ich unter Wasser den gedreht habe, auf den Sand gelegt habe und habe dann mal geguckt, wie schnell kann er sich aufrichten. 30 Sekunden hat er gebraucht, das ist, finde ich, sehr schnell, der ist sehr agil. Und der ist so ein bisschen der Bodenreiniger, muss ich sagen, wenn unten viel rumliegt, weil vielleicht ein paar Sachen, die vom Füttern her nach unten gelangt sind, die räumt er komplett weg, muss man wirklich so sagen. Und er ist auch immer am Scheiben. Ich habe so das Gefühl, er macht auch die Scheiben sauber. Bin mir aber da nicht sicher. Ich hatte letztens ein Problem gehabt mit meinem Aquarium, mit dem Seestern. Und zwar abends um 9 Uhr. Ich sitze vorm Fernseher, höre ich aus dem Aquarium. Ich denke, was ist das denn für ein Geräusch? Da spinnt jetzt eine Pumpe. Gucke nach, da hat dieser Seestern, diese Woche Donnerstag war das, hat er einen seiner Füße in die Strömungspumpe gehalten und hat sich dadurch vorne so ein Stück abgeschnitten. War dann nur noch weiß, so fransrichigen Fransen ab. Konnte halt nichts machen. Verbinden, verarzten geht ja nicht.
Und jetzt heute Sonntag, man sieht davon nichts mehr. Das ist komplett nachgewachsen. Ich bin echt noch geflasht von dem Kerl. Der ist wirklich hart im Leben. Also von daher kann ich wirklich mit Fug und Recht behaupten, bis jetzt hat fast alles überlebt. Denn neben den Korallen hatte ich mir auch eine Anemone zugelegt, eine Kupferanemone, eine ganz kleine. Und die hat 3 Tage überlebt und die war mit dem Wasserwert wohl nicht komplett einverstanden. Ich weiß auch nicht, ob der Seestern sich drüber hergemacht hat oder was anderes. Die war nach 3 Tagen einfach verschwunden, weg. Ne? Die wurde kleiner am 2. Tag und am 3. Tag war sie ganz weg. Das war so ein bisschen schade, weil die war auch nicht günstig. Ihr wisst selber, so eine Kupferanemone, ich habe 45 Euro was bezahlt für diesen kleinen Klecks. Das ist schon ärgerlich, wenn die dann weg sind. So, ja, also von daher, ansonsten haben alle Lebewesen bisher überlebt. Denen geht es meines Erachtens nach prächtig. Sie sind recht agil. Ja, was gibt es sonst noch zu melden? Also wie gesagt, das mit dem Scheibenkratzer, super Empfehlung. Die Chemikalien und die anderen Sachen, die habe ich mir selber rausgesucht gehabt. Oder ich glaube, waren auch ein paar Empfehlungen von euch dabei. Die habe ich mir rausgesucht. Das mit dem Wassertest, wie gesagt, muss ich unbedingt nachbessern. Da bin ich nicht zufrieden mit. Ansonsten funktioniert alles hervorragend. Und ihr seht, ich sitze in meinem Wintergarten, die Sonne scheint und hier ist Schatten. Ne? Es ist zwar recht hell hier, relativ hell, aber es ist Schatten. Und ich habe noch eine andere Möglichkeit, um dieses abzuschatten. Ach, boah, jetzt kann ich nicht zeigen. Ich habe hier oben drüber eine Markise, die kann ich rausfahren. Könnte ich jetzt theoretisch machen. Und ich kann auch die Rollos vorne runterfahren. Das könnte ich euch theoretisch, habe ich mir mal selber eine Homatik hier eingebaut. Hatte ich, glaube ich, auch ein Video zugemacht, aber das wollte ich euch noch zeigen, wie das geht. Ich habe hier eine Automatik hinter, das heißt, der ganze Wintergarten wird automatisch abgeschattet, wenn es zu warm hier wird, Temperatur steigt, das Fenster wird automatisch geöffnet, alles. Das heißt, dieser Wintergarten ist komplett elektronisch überwacht und geregelt. Und ich werde auch diese Regelung anpassen, sodass ich, wenn hinter zur späten Stunde die Sonne da hinten tief steht, dann würde sie hier so seitlich ins Aquarium scheinen. Ist kein Problem, weil genau an der Stelle kann ich dann vollautomatischen Rollo runterfahren. Das wird alles noch programmiert und eingestellt, sodass ich hier wirklich keine Probleme kriege. Ich habe heute noch eine Frage beantwortet hinsichtlich der Temperatur im Wintergarten. Jawohl, ich habe natürlich die Möglichkeit zu lüften, aber die wird auch nicht ausreichen, um im Hochsommer die Temperatur so niedrig wie möglich zu halten, um hier die Wassertemperatur, die gegenwärtig bei 24,5 Grad liegt, um die auch in diesem Bereich bis, glaube ich, 27 Grad, ab da wird es tödlich für die Fische oder auch für die Korallen, um das in diesem Temperaturbereich halten zu können, habe ich mich schlau gemacht, da werden bei mir in meinem Wintergarten keine Ventilatoren ausreichen. Ich werde dann auf ein Kühlaggregat zurückgreifen müssen für die Sommermonate, um das Wasser sicherheitshalber wirklich auf den Idealtemperaturbereich halten zu können. Ich habe mich da schon schlau gemacht. Da gibt es verschiedenste Hersteller, verschiedenste Größen, Ausführungen und so weiter. Also da werde ich in der Richtung was machen müssen, um die Temperatur auf diesen entsprechenden Bereich halten zu können. So, das war's von meiner Seite. Zwischenstand, eine Wasserstandsmeldung war es jetzt letztendlich. Also wie gesagt, keine Verluste. Klar, ganz wichtig nochmal zum Schluss für alle, falls ich es noch nicht gesagt habe oder ich wiederhole mich lieber nochmal. Wenn ihr das Aquarium füllt mit Osmosewasser und wenn ihr Salz reingemacht habt, macht nicht den Fehler, 2 Tage später Fische rein, Lebewesen rein. Das ist ein neutrales, steriles Gewässer, was ihr da habt. Da kann kein Lebewesen drin überleben. Ihr braucht dringendst Biologie. Die Wasserwerte haben gestimmt, die waren alle in der Norm. Aber es fehlte die Biologie. Ich meine, die Fische haben es mir verziehen anscheinend. Aber ihr braucht Biologie und die müsst ihr hineinschaffen. Und wenn er das gemacht hat mit dem, was ich euch hier gezeigt habe, es gibt mit Sicherheit auch andere Produkte von verschiedensten Herstellern, die das Gleiche bewirken. Aber mit dieser Biologie schafft ihr es dann so weit, dass ihr nach 14 Tagen, so habt ihr das mir, glaube ich, klar zu verstehen gegeben, nach 14 Tagen kann man anfangen mit einigen Korallen, die nicht so empfindlich sind, das Ganze zu befüllen und nach weiteren 2 bis 4 Wochen kann man dann eventuell das ein oder andere Lebewesen hineinschaffen. Ich glaube, die Schnecken, die kann man wirklich
ohne Probleme mit den Korallen dann zusammen hineinsetzen und ja, und dann fängt man mit diesen niederen Tieren, Schnecken, fängt man an und dann fängt man an, vielleicht über Garnelen und Krebs, Einsiedlerkrebs, vielleicht den einen oder anderen Fisch hineinzusetzen. Also, von meiner Seite her kann ich wirklich nur sagen, ich habe ein Riesenglück gehabt, dass das gut gegangen ist, dank euch da draußen, dass ihr das kritisiert habt. Ganz klar, dieses Projekt lebt ja davon, nicht, dass ihr sagt, oh, ist alles toll. Nein, dass ihr auch sagt, was ich falsch mache. Denn wenn ihr das nicht sagt, geht dieses Ding eventuell in der Hose. Ich versuche natürlich permanent mich im Internet schlau zu machen, um irgendwie das Schlimmste zu verhindern. Aber ich bin um jede Kritik, um jeden Tipp dankbar, dass ihr dieses Projekt, dieses Familienprojekt sozusagen mit von außen steuert, dass das gut geht. Also an dieser Stelle erstmal nochmal tausend Dank an alle, die mich kritisiert haben für die Fehler, die ich gemacht habe. Ich versuche jetzt weiterhin keine Fehler zu machen, aber wie gesagt, das ist, hängt von euch ab oder letztendlich, ja gut, Fehler wird man nie ganz vermeiden können. Man wird immer Fehler machen und sei es die Technik, sei es mit der Biologie, wie auch immer, füttern, ist ja auch ein großes Thema. Da versuche ich mich so ein bisschen an früheren Zeiten zu halten, was die Süßwasser-Aquaristik angeht. Nur so viel reinstreuen, was die Fische auch aufnehmen. Nicht, dass der Boden sich füllt mit, ja, mit Abfällen, mit Futterresten. Dann kippt die Biologie sofort um. Also da habe ich vielleicht ein bisschen Erfahrung und Vorteil. Dadurch ist das Ganze vielleicht nicht ganz so in die Hose gegangen bisher. Aber wie gesagt, das ist der 11. Tag. Und ich hoffe, dass die nächsten 14 Tage gut vorübergehen. Ich halte mich natürlich immer auf dem Laufenden. Also, wer nichts verpassen möchte, sollte dabei bleiben, denn ihr unterstützt mich damit auch. Und wer neu hier bei diesem Projekt ist, hier unterhalb von dem Videofenster, hier unten runter, gibt es die Glocke, haut da drauf, dann habt ihr diesen Kanal abonniert, kostet nichts. Und ihr werdet auf dem Laufenden gehalten. Ich wiederhole mich nochmal, all diese Produkte, die ich hier vorführe, das ist alles von mir gekauft. Ich habe da selbst Geld für ausgegeben, ich bin nicht gesponsert oder so. Das Einzige ist, dadurch, dass ich das unterhalb vom Videofenster verlinke, landet ihr bei Amazon und wenn ihr dann die Produkte dort kauft und solltet, dann kriege ich ein paar Cent dafür und das sind keine Vermögen, die man dafür kriegt. In erster Linie nutze ich es auch, um euch zu zeigen, jawohl, schaut da mal nach und da sind ja auch viele User-Bewertungen zu einzulesen. Das hilft dem einen oder anderen ja vielleicht auch noch weiter. Also von meiner Seite her, bis jetzt ist alles gut gegangen. Ich hoffe, dass es so bleibt. Bleibt mir treu, drückt mir einen salzigen Daumen oder vielleicht noch zwei, dass es so bleibt. Bis zum nächsten Mal, macht's gut und tschüss. Bleibt mir treu, habe ich das schon gesagt? Ja, ach übrigens, mein Sohnemann hat heute nicht mitmachen können, der ist auf einem Bazar, und zwar Spielzeug-Bazar, da will er einen Teil von seinem Spielzeug, was er nicht mehr benutzt, verkaufen, um mit dem Erlös sich neue Dinge kaufen zu können oder vielleicht auch fürs Aquarium was mit investieren. Er ist ja da redlich beteiligt, er ist für ihn, deswegen haben alle Fische ja auch einen Namen, ne? Die hat er ihm gegeben und deswegen ist für mich, nur mal nochmal so, für mich die Messlatte natürlich extrem hoch. Wie soll ich ihm erklären, ja, ich habe einen Fehler gemacht, die Fische sind tot, ne? Das wäre für mich ein Schlag ins Kontor und deswegen ist für mich die Limbo-Latte, wo ich drunter her muss, extrem niedrig. Ich darf die nicht reißen. Ne? Deswegen ist für mich dieses Projekt wirklich ein besonders spannendes Ding und eine besonders persönliche Sache. Also, wie gesagt, bleibt mir treu, gebt mir einen auf die Glocke und tschüss bis zum nächsten Video, was mit Sicherheit kommen wird in den nächsten Tagen. Macht's gut und tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Borgi Tech und ciao!